Hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin geht's denn diesmal? Nun, wir reisen von Fockerode nach Altmorschen. Das klingt schön. Wo liegt das denn bitte? Nun, hier im Kreise Schwalm-Eder, rot markiert im grünen Hessenländle. Ja. Und als kleine Übersicht, hier haben wir Deutschland in den heutigen Grenzen. Grau hervorgehoben die Kreise, in denen Roberts Geschichten spielen, und rot Schwalm-Eder. Corvus, einen kleinen geschichtlichen Hintergrund über Hessen, bitte, nur kurz. Sehr gern. Hessen, heute kennen wir es klar und übersichtlich, doch der Werdegang von Hessen ist ein sehr komplizierter. Eigentlich war Hessen ein Teil Thüringens. Die Landgrafen von Thüringen herrschten, hatten sie auch mit dem Erzbistum Mainz in der Wolle. Wie? Kommt gleich. Doch dann starb die Hauptlinie aus, es gab Streitigkeiten unter den Verwandten, schließlich spaltete sich ein Teil ab und nannte sich Landgrafen von Hessen. Ja, Mainz, schon viel früher existierte ja dieses gewaltige Erzbistum, und unter Erzbischof Willigis wurden weitreichende Rechte festgelegt. Die reichten bis weit nach Hessen, bis weit nach Franken. So kam es, dass sich dann die Landgrafen von Thüringen und natürlich in Folge die Landgrafen von Hessen mit Mainz in Auseinandersetzung sahen. Nicht nur das, lokale Grafen, Fürstentümer, das war nicht einfach. Es war ja kein geschlossenes Territorium, es gab Handelsrechte, Wegerechte, Zollrechte, es gab Streit, Krieg. Deswegen ist auch so viel befestigt in den Orden und so. Doch das Glück war auch den Landgrafen hold, durch geschickte Einheirat fielen gewaltig Fürstentümer, Grafschaften an Hessen. Die Landgrafen konnten konsolidieren, das Gebiet Schritt für Schritt vereinheitlichen. Aber wie gewonnen, so zerronnen? Es gab zwei Landesteilungen, die Familie spaltete sich, während die erste relativ harmlos blieb und vereinigte sich wieder, hatte die zweite schwere Folgen. Das Land war in zwei Teile gespalten. Auch im Dreißigjährigen Krieg kämpfte man auf verschiedenen Seiten. 1803 manifestierte sich das wieder. Erst in heutiger Zeit ist es so, wie wir es kennen. Danke, bitte, gerne. So, hier liegt Fockerode. Eine kleine Kreiskarte zeigt uns, wo wir da hingelangen. Und hier, seht, eine Kirche mit einem alten Baum. Das ist die alte Gerichtsstätte der Dorfanger. Kreisförmig eingefasst? Ja, seht. Hier wurde früher Gericht gehalten, nicht gerichtet. Und gleich hinten an die Kirche. Eine der wenigen sehr schön erhaltenen Holzkirchen aus dem Jahre 1813, auf einen älteren Bau zurückgehend, aus dem 15. Jahrhundert. Ja, Tradition, fein gemacht und hoffentlich noch lange so erhalten. Unsere Reise führt weiter nach Dinkelberg. Ach schön, ist ja gleich nebenan. Kann man so sagen, aber musste das sein, dass wir da wirklich bis in die letzten Wälder? Nein, wir gehen auf einen Sporn. Bitte? Einen Bergsporn. Eine günstige Verteidigungslage, das ist nämlich der Kirchberg. Hier lag einst eine alte Kirche. Auch hier wahrscheinlich mit einem Gerichtsplatz. Ist nur ein paar hundert Schritt außerhalb des Ortes. Doch seht hier, Mauerwerk. Ja, hier war einst ein befestigter Friedhof, auch mit der Kirche. Eine kleine Kirchenburganlage. Wurde im 18. Jahrhundert endgültig aufgelassen, das neuzeitliche Haus, birgt einige der Grabsteine eine kleine Gedächtnisstätte. Zur Erinnerung. Jetzt geht es weiter nach Pfiefe. Auch hier die Kirche an der höchsten Stelle des Ortes, was ja schön ist, verteidigungstechnisch gesehen. Die Kirche indes, sie mutet modern an, was sie auch ist. Aus dem Jahre 1767 stammt sie. Allerdings geht sie weit zurück. In der romanischen Zeit des 12. Jahrhunderts, sagt man, wurde die erste Kirche erbaut. Und wir haben hier verschiedene Vermauerungen, die vom Steinwerk aus dieser Zeit stammen können. Also die Kirche wurde nicht ganz neu gebaut. Richtig, man hat Mauerteile und Reste der alten Kirche verwendet. Hier haben wir also Jahrhunderte vor uns. Der Friedhof nicht mehr als Begräbnisplatz genutzt, einige Grabsteine sind gerettet und aufgestellt. Nächstes Ziel, Landefeld. Da landen wir, richtig,
Auch wieder bei einer neuen Kirche. Barocker Stil, 18. Jahrhundert. Ja, genauer gesagt 1789. Doch seht hier, auch hier wieder Grabsteine. Und von der Vorgängerkirche aus der gotischen Zeit des 14., 15. Jahrhunderts. Und das Flachrelief mit dem Hund wahrscheinlich noch ein wenig älter. Ein Kopfkonsolstein, wie man sagt. Auch hier wurden alte Teile in der Kirche verbaut. Doch seht hier, der Kirchhof selbst, da hat's einen Mauerrest. Nicht viel, doch. Da fällt einiges raus. Ja, der letzte Rest der einst festen Kirchhofmauer bröckelt so vor sich hin. Vielleicht sind diese Aufnahmen die letzten davon. Wer weiß. Es geht weiter nach Spangenberg. Ihr seht, Reste der Stadtbefestigung. Es sei gleich gesagt, aus Zeitgründen sind wir nicht zum nahen Schlosse Spangenberg gekommen und können auch nur kurz in die Stadt hinein. Doch, so viel sei gesagt. Die Grafen von Ziegenhain hatten das einst inne. Erinnert euch an Corvus' Vortrag. 1235 ist vermerkt, dass mit dem Bau des Schlosses, also früher der Burg, begonnen wurde. Dann, durch finanzielle Nöte, gelangte die Stadt, die seit 1309 Stadtrechte hatte, 1350 durch Verkauf an die Landgrafen von Hessen. Doch Fachwerk herrscht in der Stadt vor. Herrlich hergerichtet, trotz schwerer Blessuren, innerhessisch und im Dreißigjährigen Krieg erst recht, ist Fachwerk. Schaut, Wahnsinn! Ich sag das einfach mal direkt. Die unterschiedlichsten Größen, die unterschiedlichsten Stile. Nehmt euch Zeit. Die Stadt lohnt sich. Wir hatten nicht so viel Zeit, deswegen sei der Hinweis gegeben. Die Stadtkirche ist sofern interessant. Sie wurde von 1261, also der späten Romanik an, begonnen und 1421 vollendet. Recht lange Bauzeit. Richtig. Es ging ab und zu mal das Geld aus, deswegen ja auch 1350 der Verkauf der Stadt an die Landgrafen. Ja, doch es wurde weitergebaut. Das Chor. Bewusst das Chor im gotischen Stile. 14. Jahrhundert, gewisse An- und Querbauten, also die Kirche als solches, doch wartet. Und wir bekommen Einlass gewährt. Sehr schön. Nur ein kurzer Blick. Ihr seht, das Querhaus, das Langhaus, es sieht ein wenig verwinkelt aus. Doch halten wir uns damit nicht auf. Nur kurz einen Blick auf. Einige Grabsteine aus dem 15., 16. Jahrhundert, herrliche Arbeiten, eine reiche Stadt war's, ja, ganz besonders hervorzuheben. Der Epitaph des Rentmeisters Konrad Murhard. Erinnert mich an Murhard in Württemberg. Ja, gewisse Zusammenhänge bestehen. Man reiste viel, auch damals. Seht die herrliche Arbeit. Nehmt euch Zeit, wenn ihr mal nach Spangenberg gelangt. Doch unser Weg führt uns weiter entlang der Zeit. Wir gelangen nach Haina. In Haina scheint's bescheiden zu sein. Doch wenn man um die kleine Kirche herumgeht, die stammt aus dem 16. Jahrhundert, wurde 1783 erneuert. Der Kirchhof, die Mauer noch zu erkennen? Quadratisch, einst wehrhaft, der Wehrgang fehlt. Doch im Vorfeld, hier, da war einst die Gerichtsstätte. Und der Rest des Richtertisches, die Steinplatte, die ist noch original. Sagt man. Die Schöffenbänke fehlen. Doch immerhin. Das Langhaus selbst schaut unter dem Dachreiter eine kleine, schmale Fensterluke. Reste der Kirchhofmauer mit Anbauten. Hier sehen wir nochmal die Gerichtsstätte. Der Kirchhof selbst auch hier aufgelassen, ausgeräumt. Und gewisse Vermauerungen zeigen, dass hier auch wirklich altes Material verwendet wurde. So, jetzt kommen wir abschließend nach Altmorschen, genauer gesagt zum Kloster Haidau. Demgegenüber steht ein prachtvolles Haus in Fachwerk. Und hier können wir auch lesen, wann es gebaut wurde. 1757. Jakob Röhling. Ja, es ist herrlich, dass so etwas erhalten ist. Fachwerk in Farbigkeit, natürlich restauriert, aber das musste zu allen Zeiten geschehen. Hier seht. Das ehemalige Kloster, G.
geht ins 13. Jahrhundert zurück, ein Zisterzienserkloster. Die Kirche stammt aus der Zeit, wurde gotisch umgebaut, gewisse vermauerte Eingänge. Und hier der Lavabo-Ausfluss, gut beobachtet, am Chor, für die rituelle Waschung, hier floss das Wasser raus. Kein Regenwasserablauf, bitte. Doch ein wenig merkwürdig mutet mir das an. Sind das Kreuzschlitzschießscharten? Nein, da fehlt's an den Fenstern, man hat's einfach so vermauert und ein bisschen Licht. Das Kloster wurde 1527 aufgehoben. Unter den Landgrafen von Hessen wurde dann zum Jagdschloss umgebaut. Die Kirche hat man als solche weiter verwendet. Deswegen sind auch die Klostergebäulichkeiten, naja, es war dann später mehr ein Jagdschloss. Wurde aufgehoben, war dann am, naja, sagen wir mal, verschiedenen Zwecken auch Lagerschuppen. Jetzt ist's nach intensiver Restaurierung Versammlungs- und Ausstellungsstätte. Hier sehen wir das Chor in der Klosterkirche mit einem Schlussstein hier oben. Und verschiedene Vermauerungen weisen darauf hin, dass hier außen weitere Gebäulichkeiten waren. Immerhin, die Erinnerung lebt. Und im Klostergarten finden wir neue Gebäulichkeiten. Die Erinnerung bleibt also erhalten. So viel zu dieser kleinen Reise. Ein Hinweis sei noch gegeben. Dies ist ein Beitrag der Serie 8. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schau doch bei Gelegenheit mal rein. Hiermit hat diese Geschichte ihren Abgang erreicht. Und wir sagen Danke.